weit fahren die Kollegen dann in der Werkstatt immer, wenn die Probefahrt machen? Also wir haben mehrere Probefahrten so, ne? Also erst wenn so noch keine Haube dran ist, noch keine Stoßstange dran ist, dann so 10 bis 15 Kilometer, um halt zu gucken, ob der Tank dicht ist, der Tankgeber, zum Beispiel beim Agora, ist hinter der Stoßstange der Tankgeber verbaut. Ja. Deswegen machen wir auch eine größere Probefahrt ohne Anbauteile, so wie es der Gesetzgeber gerade noch erlauben könnte, um dann halt besser sofort prüfen zu können, ob das alles dicht ist, ob das alles in Ordnung ist. Und dann, wenn was nicht dicht ist, dass man sofort wieder drankommt, ne? Man kommt sofort dran. Wenn wir dann hundertprozentig sicher sind, dass das alles gefruchtet hat, dass das funktioniert, dann geht es quasi in eine Endmontage. Stoßstange kommt zum Beispiel beim Agora dran, beim Léger sind es auch diverse Anbauteile. Und dann, wenn kurz bevor der Feinschliff ist, also nochmal gründlich putzen, wird nochmal eine längere Probefahrt gemacht, ca. 20 Kilometer, um sicher zu gehen, dass das Fahrzeug auch stabil läuft, dass alles klappt, alles funktioniert. Also genau andersrum wie jetzt. Also das Auto hat diese Abläufe schon hinter sich, war auch schon in Endphase der so zum Saubermachen. Also es war schon picobello sauber und wir fahren jetzt hier wieder über ein Feld mit so Staub und so. Naja, da müssen wir gleich nochmal putzen. Wir halten jetzt aber nicht umsonst an einer bestimmten Stelle gleich hier an. Okay. Nämlich, kannst du dich noch erinnern, hier haben wir schon mal mit einem blauen Léger ein tolles Video gemacht. Ach, mit Philipp, ne? Wer ist schneller, Krankenfahrstuhl oder Philipp? Ohne das Auto hinter uns. Ohne das Auto hinter uns, was drängelt. Das muss jetzt kurz warten. Auf jeden Fall, da guckt mal rein, war ein interessantes Video. Ich weiß gar nicht mehr, wer schneller war. Nicht sagen, guckt okay. Euch das Video unbedingt nochmal an, die es nicht kennen. Das ist ein schönes Fleckchen hier. Und dann gucken wir uns mal das schöne Auto hier von außen an. Auch eine Kundenbestellung. Den Kunde kennst du, den hast du, glaube ich, verkauft. Ne? Ja, der war bei uns. Der war bei uns in der Firma, ja. Der hat sich so ein paar Sonderwünsche bestellt. Wie eigentlich bei jedem Krankenfahrstuhl ist ja jedes Fahrzeug so genommen ein Unikat. Also jeder baut sich das ja so optisch zusammen, wie er es möchte, von den Farben, von der Zusatzausstattung. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier ins Eingemachte. Farbtechnisch, also ich finde das mit einer der wenigen Farben, die mir an dem Fahrzeug sehr gut gefallen, ist Weinrot, nee. Was würdest du sagen, ist das für eine Farbe? Weinrot Metallic, nee, dafür ist es zu hell, ne? Dunkelrot Metallic würde ich fast sagen. Ja, sehr schön. Hier hat Alex nicht gerade Unschuld gehabt, daran, dass das Dach schwarz ist, denn du hast dem Kunden gesagt, machen Sie mal das Dach schwarz. Ja. Vielleicht sieht das gut aus. Machen Sie das Auto mal Weinrot, Metallic, Dach schwarz und die Stoßstange schwarz. Das hast du den Kunden so im Mund gelegt, ne? So ein bisschen, ja. Ich hab's versucht zu steuern, ja. Auf jeden Fall. Und der Kunde sagt, genau so bestellen wir's. Wirklich sehr gelungen, wenn man von hier so guckt. Man hat ja am Dach hier vorne die Gummiabdichtung, was das Seitenteil und das Dach trennt. Das sind verschiedene Bauteile. Und genau hier haben wir es quasi auch getrennt von der Farbe. Und ich finde, das sieht sehr gut aus. Was vielleicht auch noch gewagt gewesen wäre, wenn man die Haube komplett schwarz gemacht hätte. Aber ich glaube, das hätte nicht gut ausgesehen, weil die Haube ja breiter ist wie das Dach. Ich glaube, es hätte nicht gewirkt. Vielleicht so diesen Linien, die da auf der Haube sind, wenn man denen gefolgt wäre. Ja, dann hätte man hier einfach hart abkleben können. Ja. Aber man hat oben und unten diese Linie nicht. Das heißt, hier würde man einfach so den stumpfen Lackübergang haben. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann dementsprechend so gut aussehen würde. Dazu passend dann in der Dachfarbe auch die lackierten Stoßstangen. Was teilweise nicht so einfach ist mit der Optik, denn die haben meistens diese geriffelte Oberflächenstruktur. Ja, stimmt. Aber ich finde, sie ganz gut aus so. Ja, finde ich auch.
Trotzdem, wenn es jetzt richtig spiegelglatt wäre, würde besser aussehen. Würde man mit Sicherheit auch hinkriegen, lackiertechnisch. Aber da muss man extrem viel, vielleicht mit Spachtelarbeit oder Füller. Und ich finde, wenn man umso mehr da Material drauf macht, gerade am Stoßstangenbereich, wenn man dann irgendwo mal gegeneckt, hätte ich zu viel Angst, dass dann was wegplatzt. Ja. Deswegen haben wir uns hier gesagt, okay, wir machen einfach nur den Lack drüber, dass da nicht irgendwie Spachtel wegplatzt. Oder wenn man Füller dick drauf macht, dann ist es auch nicht gerade so toll. Ne? Und wenn man es geschliffen hätte einfach nur, dann wäre wahrscheinlich zu viel Material verloren gegangen. Ne? Ja, das nicht. Aber schleif mal jede Ecke und Ritze runter, dass es halt glatt ist. Und dann wird es auch extrem dünn. Das Material. Ja, das wollte ich so meinen. Ja, nee. Sieht gut aus so. Sieht gut aus so. Ist natürlich auch aufpreispflichtig. Ich glaube, Metallic-Lackierung um die 500 Euro Aufpreis. Ist natürlich auch verständlich, weil der Lackierer muss, glaube ich, Basislack, zweimal Klarlack. Ne? Grundierung. Grundierung. Ja gut, das hast du beim Unilack auch. Grundierung und einmal Unilack drauf. Ne? Okay. Aber mit dieser 2K-Lackiergeschichte hast du natürlich viel mehr Tiefe drin, ne? Viel mehr Glanz. Ja. Ist jetzt eine Léger-Variante. Ja, die wurden früher, wo die hergestellt worden sind, irgendwie so in 2 Komfortzonen ausgeliefert. Einmal so nackig wie jetzt, dann sieht man wirklich so das Kunststoff, die Kunststoffwanne im Fahrzeugraum. Und dann gab es sie auch, die höherklassigere Variante, komplett mit Teppich ausgekleidet. Und ganz wichtig an diesem Punkt, wenn ihr euch ein Léger bestellt, wir können im Vorfeld nicht, euch wirklich nicht sagen, welches ihr bekommt. Also wir nehmen das einfach so weg zum Restaurieren, wie die Fahrzeuge kommen, wie wir sie noch beschaffen können. Weil die Fahrzeuge gehen in Restauration, also so wie wir die kriegen, gehen die schon fast in Restauration. Das heißt, du bestellst jetzt einen mit Teppich, ne? Ja. Aber ich kriege jetzt gerade nur einen ohne Teppich. Dann müssen wir den restaurieren. Ich kann dir ja nicht sagen, ey, jetzt wartest du noch ein halbes Jahr, bis das Auto irgendwie vielleicht kommt. Auf jeden Fall, hier haben wir die Variante ohne Teppichauskleidung. Natürlich haben wir Fußmatten drin. Und in diesem Fall hat der Kunde sich auch das Armaturenbrett in Schwarz bestellt, was eigentlich auch in Grau ist. Sieht wirklich gut aus, haben wir noch nicht oft gehabt. Meistens wurde es immer original gehalten, wie die Türverkleidung. Nova Grau, Armaturenbrett auch Nova Grau. In diesem Fall Armaturenbrett schwarz mit so einem Seidenmatt. Und die Türverkleidung und Kofferraumverkleidung aber original gehalten. Und ich finde, das macht so das ganze Auto jetzt irgendwie auch, ja, es ist mal was anderes. Ja. Ich würde sogar wagen, bei der nächsten Geschichte auch Türverkleidung und, wir machen kurz einen Stopp. Ja, das ist unsere Konkurrenz zu unseren Leichtkraftfahrzeugen, die gute alte Beta. Oder Beta, wie heißt es auch? Beta, ne? Ich weiß es nicht. Beta. Ah, Beta, glaube ich. Da kommt der nächste. Der hat den Kleinkubiksatz drauf. Stimmt, die anderen gehen besser. Ja. Guck mal. Mit seiner kleinen Kiste da oben fährt er auf dem Hinterrad. Jung, ne? Die sind niemals 45er. Nein, die ersten beiden, die waren ein bisschen modifiziert. Ja. Und der Kollege, der hinten hergefahren ist, der hat noch den Zylindersatz in Bestellung. Kommen wir wieder auf unseren Punkt. Also, bei dem nächsten Léger würde ich ganz klar mal irgendwie den Kunden aufdrängeln, mal alles schwarz innen drin zu bestellen, um euch das auch mal zu zeigen. Ich denke, das wird richtig gut aussehen. Natürlich, wir würden ganz gerne viele Sachen mal ausprobieren, aber wir haben keine Autos, wo wir sagen, pinkes Auto, innen drin schwarz, die und die Reifen, die und die Felgen, Sitze pink. Können wir nicht machen, weil wir arbeiten nur auf Bestellung. Ja. Deswegen können wir nicht ausprobieren. Deswegen müssen wir immer den Kunden so in den Mund legen, ey, mach das mal schwarz. Ja? Mach doch mal. Werden wir machen. Ja. Versuchen. Wir werden es versuchen. Versuchen. Also wenn der Kunde eindeutig sagt, nein, will ich nicht, dann werden wir natürlich den Teufel tun, ihn dann noch weiter zu überreden. Ne? Das ist. Was ich euch aber verspreche, ich habe ja den Grand Sport in diesen Fuchsia Pink bestellt. Ja. Ihr seht, es ist ein richtig geiles Auto. Ich finde es mega. Und ich verspreche euch, dass wir auch ein Agora in der Farbe irgendwann mal fertigen, wenn wir einen Kunden finden, der es so bestellt. Oder wenn wir mal irgendwie Zeit haben, ein Lagerfahrzeug zu machen, dann wird es die Farbe sein. Und die Farbe kann natürlich nur ein Mitarbeiter bei uns, das ist Volker. Nur der ist für diese Farbe qualifiziert, eindeutig. An den fehlenden Heckwischer sieht man auch, dass das die, ich weiß nicht, wie diese Ausstattung damals hießen. Bei Léger. Kratzen wir mal ab. Okay. GL oder S. Egal, also am nicht vorhandenen Heckwischer seht ihr, dass das die nicht so gehobene Variante ist. Aber es macht gar keinen Unterschied. Es ist egal, wenn ihr das restaurierte Fahrzeug von uns bekommt, ist das alles die gehobene Variante.
weil ihr bekommt es komplett aufgearbeitet, neu lackiert. In dem Fall hat der Kunde sich auch eine Standheizung beibestellt. Können wir beim Ligier auch nur empfehlen, weil, wir haben es schon oft genug gesagt, deswegen? Weil die Heizung ohne Standheizung echt bescheiden ist. Die serienmäßige Heizung ist scheiße bzw. gar nicht vorhanden. Und deswegen hättet ihr ohne Standheizung wirklich nur ein laues Lüftchen bzw. eine Frischluftzufuhr. Also bestellt ihr keine Standheizung beim Ligier bei, habt ihr immer nur eine Frischluftzufuhr. Das heißt, die Außenluft wird einfach nach innen geleitet mit einem Ventilator. Und bei 0 Grad oder Minusgraden kann es dann drin echt ziemlich frisch werden. Na, wenn man Glück hat, wird es noch über einen Krümmer geleitet, ne? Ja, beim Agora kann man das machen, beim Ligier ist es ein bisschen aufwendiger, weil der Platz nicht vorhanden ist. Original war tatsächlich eine Wasserheizung verbaut. Da wurde über den Krümmer bei dem Ligier Wasser erwärmt, durch einen Wärmetauscher geleitet und dann mit einem Lüfter dann ins Auto geblasen. Wie bei modernen Autos auch noch. Hat nur nicht funktioniert. Okay. Weil auf diesem kurzen Stück am Krümmer konnte das Wasser nicht so erwärmt werden, dass es reicht, den Wärmetauscher so zu erwärmen, dass die warme Luft oder dass die kalte Luft erwärmt wird und ins Auto gelangt. Hat nicht funktioniert, deswegen haben wir es auch entfernt. Also es wird bei allen Autos rausgeschmissen und fertig. Standheizung rein, eine Schippe mehr bezahlen und im Winter drinne schwitzen. Das ist das. Also mit anderen Worten ist da eine Sauna. Ja, wir haben verschiedene KW-Varianten, wenn man da die große nimmt, dann wird es schon warm da drin. Wenn man alle Fenster zu hat, muss man fast aufpassen, dass es nicht zu warm wird vom Kunststoff her. Oh. Nein, Spaß beiseite. Wegschmelzen wird es nicht. Wir haben ja gelernt, oder ich habe schon in vielen Videos gesagt, Agora gibt es als Vollzink-Version oder Original, wird auch restauriert, aber der Rahmen wird dann mit einer Kunststoffgrundierung, sag ich schon, mit einer Rostschutzgrundierung gesprüht. Gestrichen. Und beim Ligier haben wir das nicht, da gibt es keine Zink-Variante, weil das ist ein kompletter Alu-Grundrahmen. Das sieht man hier an den vorderen Säulen ganz gut. Alu brauchen wir nicht weiter behandeln. Natürlich gibt es auch Alufraß, aber das haben wir hier gar nicht. Alufraß ist ja meistens so bei diesen dünnen Platten. Grekaf hatte früher das Problem bei den Alublechplatten, dass man da so Alufraß bekommt. Okay. Kennt man auch aus dem Wohnwagenbereich. Also blüht dann so ein bisschen, ne? Ja, das sieht aus so komisch oxidierend. Haben wir zum Glück bei den Fahrzeugen nicht das Problem. Man sieht es, alles tipptopp. Scheinwerfer aufgearbeitet, hier ist der Tank für die Dieselstandheizung. Weil bei unseren Fahrzeugen immer eine Dieselstandheizung verbaut wird, hat man natürlich einen externen Tank, wie hier, weil das Fahrzeug an sich ein Benziner ist, ganz klar. Ja. Jetzt mag der ein oder andere sagen, okay, jetzt habe ich einen zweiten Tank, das will ich eigentlich gar nicht, das ist doof. Es ist gar nicht so schlimm. Das tankt man einmal im Sommer wegen mir voll, wenn es warm ist. Und dann reicht das auch den ganzen Winter. Wenn die Standheizung läuft, das braucht man so ein Schnapsgläschen, sage ich immer. Also echt nicht der Rede wert. Nein, im Gegenteil. Wir empfehlen sogar, dass man die Standheizung ab und zu im Sommer auch mal anschmeißt und laufen lässt, dass man erstens den alten Kraftstoff verbraucht und zweitens, dass die Standheizung auch mal in Betrieb ist. Na, wenn die ganz lange nicht in Betrieb ist, dann kann sich auch eine Leitung zusetzen, eine Pumpe festsetzen. Wir haben also diese kleinen Tackerpumpen da drin, die können sich festsetzen. Deswegen auch im Sommer ruhig mal Standheizung einschalten. Na, Tür auf. Ja, oder beim Auto putzen mal ein bisschen. Ja. Mal so ein halbes Stündchen das Ding bollern lassen, dass der Sprit durchgezogen wird. Aber zieht das dann nicht die Batterie leer? Ja, selbstverständlich. Ne? Wenn man den dann 3-4 Stunden laufen lässt, dann ist das nicht so gut. Dann sollte man auch die Batterie wieder aufladen. Okay. Also das ist wieder ein anderes Thema. Wie lange kann man eine Standheizung im Krankenfahrstuhl betreiben, ohne dass man irgendwie Auswirkungen auf die Starterbatterie hat? Ne? Ja. Müsste man wirklich testen im Winter. Wäre mal vielleicht so eine Video-Idee, die wir uns aufschreiben. Aber so aus dem Bauchgefühl, sag ich mal, so eine halbe Stunde geht. Da muss man aber auch wieder eine Weile fahren. Also man kann nicht jeden Morgen eine halbe Stunde heizen und nur einen Kilometer Auto fahren. Dann hat man am Tag 2, 3, 4 hat man dann schon Probleme, nehme ich an. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ich wollte im Motorraum gucken mit euch. Ah. Hier sieht man ganz klar auch, natürlich neuer Motor, Variomatik neu, beziehungsweise auch aufgearbeitet, Getriebe unten aufgearbeitet, Kraftstoffpumpe, alles neu. Kabelbaum wird immer komplett rausgemacht, alles einmal, zumindest einmal angeguckt, neu eingepinnt. Also die Stecker kommen alle neu sozusagen. Ja, zumindest die Pinne. Also wenn man manchmal so einen Stecker sieht, der irgendwie ein bisschen älter aussieht, so wie hier zum Beispiel, ne? Man sieht, der Stecker ist nicht neu, aber die Pinne innen drin, das ist von uns zumindest überprüft worden oder neu gemacht, dass da in Zukunft auch nicht irgendwie Kontaktschwierigkeiten entstehen können. Und trotzdem sage ich es immer wieder, wenn ihr so ein Fahrzeug bestellt, es bleibt trotzdem eine alte Schüssel. Punkt. Sage ich ganz offen in die Kamera, es wird restauriert. Aber es ist wie ein Oldtimer. Und ein Oldtimer geht auch einmal im Jahr vielleicht kaputt. Oder auch nicht. Man hat immer so kleine... Genau, man hat immer so... Und wenn nur der Vergaserschwimmer mal hängt und der Vergaser läuft über. Kann passieren, muss nicht passieren. Man steckt halt nicht drin.
Deswegen sollte sich jeder im Klaren sein, der sich so ein Fahrzeug bestellt, dass er keinen Porsche zu erwarten hat. Deswegen habt ihr ja auch bei uns die Gewährleistung und in der Gewährleistungszeit holen wir das Auto bei euch zu Hause ab. Da wird auch nachgebessert. Aber im Groben und Ganzen hält sich die Ausfallquote echt gering. Aber wir haben auch ganz oft, dass es auch Standschäden sind, wo der Kunde nichts für kann, wir auch nichts für können. Hat auch der Kunde schon, weil er zu wenig fährt. Aber zum Beispiel, dass die Standheizung dann die Batterie entlädt und dass sie zu lange lief. Die Probleme haben wir öfters. Erklären wir den Kunden mittlerweile auch noch besser, wie man da Abhilfe schaffen kann. Ja, was haben wir noch so an so typische Krankenfahrstuhlfehler? Das ist ein Video. Würde ich jetzt gar nicht tiefgründiger weiter drauf eingehen. Mal so ein Video gemacht. Die typischen Krankheiten beim Krankenfahrstuhl. Ja. Helft euch selbst. Wie helfe ich mir selbst? Stimmt, das ist gar nicht doof. Ja, aber wird sehr aufwendig. Müssen wir mal ein bisschen lokalisieren, was das in der Tat ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das bald machen. Ja. Eins vielleicht noch zu der Bereifung. Empfehlen wir eigentlich allen unseren Kunden, die sich das Fahrzeug bestellen, die Fahrzeuge immer auf Winterreifen zu bestellen. Erstens, man muss sich einen zweiten Satz Felgen dabei kaufen, die wirklich schweineteuer sind, weil es die auch nicht mehr gibt. Und zweitens, man spart sich das Umziehen. Ja. Zweimal im Jahr. Und drittens, jetzt mal ehrlich, die Fahrzeuge fahren 25, 30. Da könnt ihr auch bei 30 Grad Außentemperatur im Winterreifen fahren. Klar, der nutzt sie ein bisschen schneller ab, aber es macht keinen Unterschied. Also Empfehlung, immer Krankenfahrstuhl mit Winterreifen bestellen, kann man sich sparen, den ganzen Käse. Und dann ist man eigentlich gut damit bedient. Genug gequasselt für heute, würde ich sagen. Führerscheinfrei haben wir drüber gesprochen. Was nicht so ganz führerscheinfrei ist, ist unser Casaudi-Projekt, wo gerade so ein bisschen Steuergeräte modifiziert werden, dass wir auch auf die 200 PS kommen. Wer da noch nicht reingeguckt hat, unbedingt mal vorbeigucken. Und ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video. Was wir jetzt eigentlich sofort hinterher schieben bei dem tollen Wetter, gucken wir, was wir noch machen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.